Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir bitte zuerst aus der Sicht des Dokumentationsarchivs auch einige Worte der Würdigung Peter Kammerstädters, zumal ich ihn seit Anfang der 70er Jahre kannte und oft mit ihm zu tun hatte. Ich sehe Peter Kammerstädters Wirksamkeit und Bedeutung in mehrfacher Hinsicht als Widerstandskämpfer und KZ-Häftling, als Funktionär der Arbeiterbewegung und insbesondere des KZ-Verbandes, als Historiker, der Pionierarbeiten zur regionalen Geschichte der Arbeiterbewegung und von Widerstand und Verfolgung schuf und wichtige Impulse für zeitgeschichtliche Forschungen gab. Besonders hinzuweisen ist auf seinen originären Beitrag zur Oral History, auf seine vielen Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als dies noch keine eingeführte Methode oder Modeströmung der Geschichtsforschung war. Nicht zuletzt ist die unermüdliche Tätigkeit Kammerstädters als Volksbildner hervorzuheben, der sich wie kaum ein anderer um die Aufklärung Jugendlicher über Faschismus, Widerstand und Verfolgung bemühte. Die Arbeitsbereiche Peter Kammerstädters entsprechen auch den Sammlungs- und Forschungsfeldern des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, das sich seit seiner Gründung 1963 um die Aufarbeitung von Widerstand und Verfolgung bemüht. Ich kann hier nur einen groben Überblick über den österreichischen Widerstand geben und verweise daher auf die einschlägige Literatur, insbesondere auch auf die Reihe des Dokumentationsarchivs Widerstand und Verfolgung in den österreichischen Bundesländern sowie auf die Homepage des DÖF. Im Sinne des breit angelegten Widerstandsbegriffes des Dokumentationsarchivs, der auf den Arbeiten des Linzer Zeithistorikers Karl Stadler basiert, werden nicht nur alle Gruppen und Strömungen des Widerstandes bis hin zu Dissidenten, politischen und religiösen Kleingruppen berücksichtigt, sondern auch die verschiedenen, über den engeren politischen Bereich hinausgehenden Formen von nonkonformen Verhaltensweisen. Die Organisierung des Widerstandes stieß in Österreich nach dem März 1938 auf beträchtliche Schwierigkeiten, zum einen die brutalen Verfolgungsmaßnahmen, die Flucht tausender potenzieller NS-Gegner, aber auch die weit über die NS-Sympathisanten hinausgehende pro-nazistische Jubelstimmung und die verschiedenen anschlussfreundlichen Erklärungen österreichischer Institutionen und Persönlichkeiten. Im Unterschied zu anderen besetzten Ländern Europas, wo von vornherein ein klares Feindbild bestand und der Widerstand zur Sache aller nationalen Kräften wurde, hatten die österreichischen Widerstandskämpfer und Kämpferinnen in einer zu einem nicht geringen Teil feindlichen, von Denunzianten und fanatischen Regimeanhängern durchsetzten Umwelt zu wirken. Eine gemeinsame nationale Wurzel des Widerstandes, die ungeachtet der auch dort bestehenden politischen Differenzierungen für andere von Hitler-Deutschland besetzten Länder charakteristisch war, war aufgrund der besonderen nationalen Situation Österreichs, weit verbreiteter Deutschnationalismus, sich erst entwickelnder Österreich-Patriotismus lange Zeit kaum vorhanden. Trotzdem kann man mit Ernst Hanisch von einem spezifischen österreichischen Widerstand sprechen, nicht zuletzt, weil organisatorisch eine nahezu völlige Trennung zwischen österreichischen und deutschen Widerstandsgruppen bestand. Karl Stadler hat in seinen schon klassischen Werken zum Widerstand in den 1960er Jahren herausgearbeitet, dass das NS-Regime entsprechend der politisch-gesellschaftlichen Struktur Österreichs zwei große potenzielle Hauptgegnergruppen vorfand: die organisierte Arbeiterbewegung, hauptsächlich in den Industriezentren im Osten Österreichs konzentriert, und das katholisch-konservativ-bürgerlich-bäuerliche Lager. Im Zuge von Kooperationsprojekten des Dokumentationsarchivs mit der Philipps-Universität Marburg zur Aufarbeitung der NS-Justiz in Österreich wurden sämtliche Verfahren des Volksgerichtshofs und der Oberlandesgerichte Wien und Graz gegen ca. 6.300 Widerstandskämpfer und Kämpferinnen, also den Großteil
des organisierten politischen Widerstands in Österreich erfasst, statistisch und analytisch ausgewertet und in einer Mikrofisch-Edition veröffentlicht. Durch diese nahezu flächendeckende Quellenbasis können nun, ungeachtet des zu berücksichtigenden Faktors der gegnerischen oder feindlichen Perspektive, präzisere und belegtere Aussagen aufgrund statistischer Auswertungen erfolgen. Unter anderem geht daraus hervor, dass Wien und die Steiermark mit zusammen etwa 60% den Schwerpunkt des österreichischen Widerstands bildeten. Der Zusammenhang mit der industriellen Struktur und der starken politischen Tradition der Arbeiterbewegung in diesen Regionen liegt auf der Hand. Auf die ohnehin nicht sehr aufschlussreiche Altersstruktur des Widerstands, das Durchschnittsalter lag etwa bei 38 bzw. 40 Jahren, kann ich hier ebenso wenig weiter eingehen wie auf den bei 11-12% liegenden Frauenanteil bei den Verurteilten. Die politische Zuordnung der wegen Widerstandshandlungen Verurteilten schaut folgendermaßen aus, und das ist jetzt eigentlich dann das Interessante. Von den Verurteilten wiesen 74% eine Mitgliedschaft in sozialdemokratischen Organisationen aus der Zeit vor 1934 auf, und nach 1938 reduzierte sich dieser Anteil auf 4,6%. Auf der anderen Seite hatten KPÖ und diverse Unterorganisationen einen Anteil der Mitgliedschaft vor 1934 mit über 5%, und dieser Anteil stieg dann bei den Verurteilten nach 1938 auf fast 52%. Also da sieht man dann den Transfer, der stattgefunden hat. Das waren die Verurteilten vom Volksgerichtshof, und bei den Oberlandesgerichten Wien und Graz, wo also über 4000 Personen wegen dieser einschlägigen Delikte wie Hoch- und Landesverrat und Wehrkraftzersetzung belangt worden sind, schaut das Verhältnis ungefähr genauso aus. Das betrifft also jetzt nur die politische Zuordnung von Widerstandskämpfern. In den Tagesberichten der Gestapo, das ist die Zentrale der Gestapo Wien, am Mortzenplatz, in den Tagesberichten dieser Institution zeigt sich eine ähnliche Verteilung, was die politische Zuordnung betrifft. Wobei noch hinzuzufügen ist, dass die Gestapo-Leitstelle Wien ungefähr die Hälfte der österreichischen Bevölkerung erfasste. Von den über 14.000 in den Tagesberichten ausgewiesenen Festnahmen betreffen etwa 29% die Arbeiterbewegung, also Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschafter. Über 15% Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene, 16% Wirtschaftsdelikte, 6% kamen aus dem katholisch-konservativen Lager und 2% aus dem kirchlichen Bereich, das sind zusammen etwa 8,5%, Zeugen Jehovas sind 1,6%. Die dritte große Kategorie in den Tagesberichten waren dann Einzelpersonen, die wegen individueller Widerstandshandlungen belangt worden sind. Das waren ungefähr 13%. Auch Judendelikte ist ins Gewicht gefallen. Ich komme nun auf die einzelnen, ja, damit es nicht nur Statistiken sind, das sind einzelne Häftlinge der Gestapo, wie etwa der frühere Wiener Bürgermeister und Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei oder der vormalige österreichische Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg, der zuerst in Wien, dann in München und dann im KZ Sachsenhausen inhaftiert war. Auch der spätere Bundeskanzler Bruno Kreisky war damals Gestapo-Häftling, und so sieht ein solcher Tagesbericht aus. Da werden also nach politischen Kategorien geordnet die Festnahmen an den jeweiligen Tag ausgewiesen, beziehungsweise auch sonstige Aktivitäten wie Beschlagnahme ausländischer Zeitungen
illegalen Druckmaterials und dergleichen. Ich komme nun auf die einzelnen, die Steigerung dieses Terrors der Gestapo war dann eben die Einweisung in ein Konzentrationslager und schon am 1. April 1938 ist der erste Transport von österreichischen Häftlingen, 150 Personen, nach Dachau abgegangen. Der spätere Bundeskanzler Leopold Figl konnte am 2. April schon seiner Frau berichten, dass es ihm gut geht in Dachau. Nun zu den einzelnen Gruppierungen und Kategorien. Die revolutionären Sozialisten büßten ihre Vorrangstellung im Widerstand der Jahre 1934 bis 1938 vor allem aufgrund ihrer konspirativen Vorsicht und Zurückhaltung ein. Viele zum Widerstand bereite und entschlossene Arbeiter, ehemalige Sozialdemokraten, Gewerkschafter, waren infolge weitgehenden Fehlens eigener Organisationen bereit, mit Kommunisten zusammenzuarbeiten bzw. in kommunistischen Organisationen mitzuwirken. Aus den Daten des schon genannten Kooperationsprojektes mit der Uni Marburg habe ich errechnet, dass von den 4.232 Verurteilten von VGH und OLG mit früherer sozialdemokratischer Parteizugehörigkeit mindestens 2.700 Widerstandskämpfer und Kämpferinnen zur kommunistischen Bewegung übergehen. Wenn man dann noch die Leute dazu zählt, die nur in den Gestapo-Berichten bzw. die ohne Gerichtsurteil in KZ gekommen sind, erhöht sich diese Zahl natürlich noch mehr. Das heißt, es sind Tausende frühere Sozialdemokraten zur kommunistischen Bewegung übergegangen oder man kann es auch so formulieren, zugespitzt, die überwältigende Mehrheit der österreichischen Widerstandskämpfer und Kämpferinnen waren ehemalige Sozialdemokraten, die nach 1938 in kommunistischen Organisationen tätig wurden. Der kommunistische Widerstand war also der zahlenmäßig weitaus größte. Von der Gesamtzahl der Verurteilten sind also über 60% dem kommunistischen Widerstand zuzuordnen, sieht man nur den politisch Organisierten in Betracht und lässt die individuellen Widerstandsaktionen beiseite, erhöht sich dieser Anteil auf rund 75%. Und dieser zusammenfassende Bericht der Gestapo Wien vom März 1944 weist die bis Ende 1943 verhafteten kommunistischen Widerstandskämpfer nur von der Gestapo-Leitstelle Wien aus, 6.300. Diese Verhaftungen vollzogen sich auch in der Zeit 1939 bis 1941. Ich betone das nicht zuletzt deswegen, weil mein Freund Gerhard Botz manchmal behauptet, dass die Kommunisten den Widerstand während des Hitler-Stalin-Paktes eingestellt hätten. Davon kann keine Rede sein. Diese Einflussgewinnung einer relativ kleinen Partei war möglich, weil die KPÖ von Anfang an die Parole des aktiven Widerstandes ausgab, von klassenkämpferischen und revolutionären Parolen das in den Hintergrund trat und sie gab ihrem Widerstand eine betont österreichisch-patriotische Orientierung. Auf die diversen Gruppierungen, Leitungsgremien, Regional-, Ortsgruppen, Stadtleit kann ich hier nicht eingehen. Eine wichtige Aktivität war zum Beispiel die Flugblattpropaganda, die besonders natürlich riskant war. Das ist ein aufschlussreiches Dokument, weil das zeigt das, was ich vorhin mit den Zahlen gezeigt habe. Das ist ein Urteil des Oberlandesgerichtes Wien gegen eine Gruppe von 19 kommunistischen Angehörigen einer kommunistischen Gruppe im Raum Judenburg. Von diesen 19 Verurteilten hatten 18 eine frühere sozialdemokratische Parteizugehörigkeit, unter anderem der
Vizebürgermeister von Judenburg. Einer war vorher Nationalsozialist und kein einziger von diesen 19 kommunistischen Widerstandskämpfern war vor 1904 von diesen kommunistischen Widerstandskämpfern war vorher in der KPÖ tätig. Also das zeigt das Ausmaß der Transformation, das im Widerstand vor sich ging. Ja, der Widerstand, nicht nur der kommunistische, aber der ganz besonders, wurde vor allem durch Spitzel, Vertrauen, V-Männer, Vertrauensleute der Gestapo zerschlagen. Das waren sozusagen Profi-Agenten, die gegen Bezahlung das machten. Also der Kurt Koppel etwa war verantwortlich für die Verhaftung von mehr als 1000 Personen, war vorher Funktionär des kommunistischen Jugendverbandes und ist dann von der Gestapo vermutlich durch Zwang umfunktioniert worden. Aber solche Aktivitäten oder solche Gestapo-Mitarbeiter hat es auch bei anderen Gruppierungen gegeben. Ich komme zu einem zweiten großen Bereich, die katholische Kirche. Diese stand zwar nicht als Institution im Widerstand, weil sie ja ihre legale Existenz nicht gefährden wollte und sie versuchte auch immer wieder einen Modus vivendi mit den Machthabern zu versuchen, aber es gibt eine ganze Anzahl von Priestern, Ordensangehörigen und katholischen Laien, die sich dem NS-Regime widersetzten. Einer der bekanntesten ist der katholische Kriegsdienstverweigerer aus Oberösterreich, Franz Jägerstätter, antikatholische, nicht weniger bekannt, also die Schwester Restituta, eine Franziskanerin, der ihr Delikt hat darin bestand, dass sie ein österreichisch-patriotisches, kriegsgegnerisches Gedicht in dem Spital in Mödling, wo sie tätig war, verbreitete. Das war also das Delikt der Wehrkraftzersetzung und führte zum Todesurteil und zur Hinrichtung. Neben diesen Einzelkämpfern hat es dann aber auch katholisch-konservative größere Widerstandsgruppen gegeben, zum Beispiel die großösterreichische Freiheitsbewegung des Augustinerchorherrns Roman Karl Schulz. Diese hatten, ohne dass sie legitimistisch im engeren Sinn, also monarchistisch gewesen wären, meist großösterreichische Vorstellungen, oder sollten Teile von Deutschland, Bayern und frühere Teile der Habsburger Monarchie einer wieder zu errichtenden österreichischen Monarchie unter habsburgischer Führung zugeschlagen werden. Und das war natürlich für die Nazis ein Fall von Hochverrat. Solche Gruppierungen, ja auch dort waren Spitzel tätig, also ein Burgschauspieler namens Otto Hartmann hat dort als Agent Provocateur gewirkt. Das heißt, er hat die Gruppe noch radikalisiert, indem er Terroranschläge dort angeregt hat und das hat sich dann natürlich verschärfend auf das Strafausmaß ausgewirkt. Eine der wichtigsten Gruppierungen war die um den Kaplan aus Wien-Währing, Dr. Heinrich Meyer, und den Generaldirektor der Semperit-Werke Franz Josef Messner, weil die mit den amerikanischen Kriegsgeheimdienst OSS kooperierten und dazu beitrugen, dass wichtige Ziele der deutschen Rüstungsindustrie, vor allem im Raum Wiener Neustadt, von den angloamerikanischen Bomberverbänden angegriffen werden konnten. In diesem Zusammenhang ist aber hervorzuheben, dass die Grenzen zwischen Widerstandsaktivitäten und nachrichtendienstlichen Tätigkeiten für die Alliierten fließend waren und dass aus heutiger Sicht der militärische und geheimdienstliche Einsatz für die Alliierten, der damals von NS-Gerichten und Gestapo, aber auch von heutigen Rechtsextremisten als Hoch- und Landesverrat diffamiert wird, dass dieser Widerstand als integrierender Bestandteil des Kampfes der Anti-Hitler-Koalition und des europäischen Widerstandes zu werten ist. Ja, die sogenannten Bibelforscher, NS-Diktion, sich selbst bezeichneten sich als Zeugen Jehovas, eine christliche Kleingruppe. Insgesamt hat es 550 Angehörige dieser
Gruppe gegeben, von denen sind 157 in der NS-Zeit umgekommen, die meisten wegen Kriegsdienstverweigerung und Wehrkraftzersetzung, beziehungsweise auch viele Frauen, die in Konzentrationslager eingewiesen worden sind. Gemessen an dieser kleinen Gruppe war der Widerstand der evangelischen Kirche und der altkatholischen Kirche zahlenmäßig gering, obwohl auch sie von den antikirchlichen Verfolgungsmaßnahmen des NS-Regimes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ja, nur ein Satz, es hat auch jüdischen Widerstand gegeben, zum Teil nur zu einem geringen Teil in zionistischen Organisationen. Die meisten waren Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze und waren meist in linken oder kommunistischen Widerstandsgruppen aktiv. Die wichtigste Gruppe in diesem Milieu war die sogenannte Mischlingsliga Wien. Mischlinge ersten, zweiten Grades, jetzt in der Nazi-Diktion, die diskriminiert worden sind, Schulen und Universitäten nicht mehr besuchen durften und dann sich zu einer Widerstandsgruppe zusammengeschlossen haben. Ohne eine politisch-moralische Wertung oder Hierarchisierung etwa im Sinne von höchster Form des Widerstands vorzunehmen, kann festgestellt werden, dass der bewaffnete Widerstand in Europa Hitler-Deutschland und insbesondere dessen Kriegsführung am meisten schadete und letztlich als Teil der siegreichen Anti-Hitler-Koalition zur Niederlage des NS-Regimes beitrug. Ab 1942 wurden meist auf Initiative von Kommunisten auch in verschiedenen Teilen Österreichs bewaffnete Widerstandsgruppen gebildet, unter anderem die Partisanengruppe Leon Donawitz, die sich der kommunistischen Volksfrontlinie folgend Österreichische Freiheitsfront nannte. Darüber hinaus setzte die KPÖ auch immer wieder Kommandos in Österreich ab, die den Auftrag hatten, hier Widerstands- und Partisanengruppen zu bilden, wie zum Beispiel die Kampfgruppe Steiermark, die unter dem Namen Choralm-Partisanen bekannt wurde. Die sogenannten Salzkammergut-Partisanen unter der Leitung des 1943 aus dem KZ-Außenlager Hallein geflüchteten kommunistischen Spanienkämpfers Sepp Plieseis versteckten sich in einem Unterschlupf, dem sogenannten Igel, bei der Ischlerhütte im Toten Gebirge und pflegten intensive Kontakte zu Widerstandskreisen in der Umgebung, wobei die schwierige und gefährliche Versorgung durch politisch engagierte Frauen aus dem Tal erfolgte. Tatsächlich hat diese Gruppe, um keine Repressalien gegen die Zivilbevölkerung heraufzubeschwören, keinen bewaffneten Kampf aufgenommen. Im Salzkammergut agierte ab Ende April 1945 auch eine vom britischen SOI im Höllengebirge abgesetzte Kampfgruppe unter Leitung des nachmaligen SPÖ-Abgeordneten Albrecht Geiswinkel aus Bad Aussee. Beide Widerstandsgruppen, die von Plieseis und Geiswinkler, traten im Zuge der Befreiung durch amerikanische Truppen Anfang Mai 1945 politisch in Erscheinung und wirkten an der Rettung der aus ganz Europa geraubten Kunstwerke sowie bei der Festnahme von NS-Kriegsverbrechern wie Ernst Kaltenbrunner mit. Zur Aufarbeitung dieses breiten Widerstands im Salzkammergut hat Peter Kammerstädter wesentliche, bis heute wertvolle Beiträge geleistet. Die mit Abstand wichtigsten bewaffneten und tatsächlich kämpfenden Widerstandsgruppen in Österreich waren die slowenischen Partisanen und Partisaninnen in Kärnten. Die starke slowenische Widerstands- und Partisanentätigkeit resultierte aus der bald nach dem Anschluss 1938 einsetzenden, von Kärntner Nationalsozialisten forcierten, brutalen Germanisierungspolitik der NS-Machthaber, die auf die totale Assimilierung der slowenischen Volksgruppe, die Ausschaltung der nicht assimilierungswilligen sogenannten Nationalslowenen und letztlich auf die Vernichtung als Volksgruppe abzielte. Die ab Sommer 1942 operierenden Gruppen der Oswobodilna Fronta, Befreiungsfront, OF abgekürzt, lieferten den dort
zur Bandenbekämpfung eingesetzten Polizei-SS- und Wehrmachtseinheiten immer wieder opferreiche Gefechte. Am 8. Mai 1945 konnte die Partisanenarmee nahezu zeitgleich mit den britischen Truppen in Klagenfurt einziehen. Die Zahlenangaben für den slowenischen Widerstand schwanken zwischen 600 und 800. Ungeachtet der politischen Orientierung der OF auf ein vereintes sozialistisches Slowenien ist der Widerstands- und Partisanenkampf der Kärntner Sloweninnen und Slowenen als wichtigster und effektivster eigener Beitrag zur Befreiung Österreichs von der NS-Herrschaft abzusehen. Als integrierender Bestandteil des österreichischen Widerstands gegen das NS-Regime ist auch die vielfältige Tätigkeit von Exilorganisationen und Exilanten zu verstehen. Das gilt insbesondere für jene Österreicher und Österreicherinnen, die nach Kriegsausbruch in den besetzten europäischen Ländern Widerstandsaktivitäten setzten, in Widerstands- oder Partisanengruppen tätig wurden oder in Spanien gegen den europäischen Faschismus kämpften. Diese Qualifikation gilt ebenso für alle Österreicher und Österreicherinnen, die auf Seiten der alliierten Streitkräfte und Nachrichtendienste kämpften. Nach vorsichtigen Schätzungen von Siegfried Bär kämpften rund 10.000 Österreicher und Österreicherinnen in den Armeen Großbritanniens, Frankreichs, der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Österreicher, Exilanten wie Kriegsgefangene, wirkten auch in alliierten Kommandounternehmen mit, wo sie zum Zweck der Spionage, Sabotage und Partisanentätigkeit über österreichischem Gebiet abgesetzt wurden. Auch in den Gefängnissen und Zuchthäusern und Konzentrationslagern des Dritten Reiches, in denen Zehntausende Österreicher und Österreicherinnen inhaftiert waren, gab es trotz der dort noch größeren Schwierigkeiten Widerstand. Dabei stand vor allem die Organisierung der Solidarität, die Hilfe für Kameraden, die Sorge um das nackte Überleben im Vordergrund. Aber auch politische Diskussionen, Schulungen und kulturelle Tätigkeiten wurden durchgeführt, Ausbruchsversuche unterstützt und andere illegale Aktivitäten gesetzt. Peter Kammerstädter hat davon immer wieder Zeugnis abgelegt. Während die Führung der deutschen Wehrmacht an beispiellosen NS-Verbrechen beteiligt war, wurden unzählige deutsche und österreichische Soldaten wegen verschiedener Widerstandsdelikte von Militärgerichten verurteilt. Das mit Abstand häufigste Delikt war die Desertion oder Fahnenflucht, die von Thomas Geldmacher mit 4.000 Urteilen hochgerechnet worden ist. In fast der Hälfte der Verfahren wurden Todesurteile verhängt, von denen mehr als 60% vollstreckt wurden. Das ist eine Hinrichtung am 8. April 1945 in Wien. In Griechenland liefen in das Strafbataillon 999 gezwungene österreichische und deutsche Widerstandskämpfer zu den kommunistischen Partisanen über. Ähnliches ereignete sich in Jugoslawien und an der Ostfront. Die wichtigste militärische Widerstandsgruppe in Österreich hatte sich im Werkkreiskommando 17 in Wien um Hauptmann Karl Sokol gebildet. Diese Gruppe war bereits im Zusammenhang mit der Widerstandsaktion des 20. Juli 1944 in Aktion getreten, als die führenden Wiener Nazi-Funktionäre festgenommen worden sind, zumindest vorübergehend. Der unentdeckt gebliebene Sokol konnte dann im April 1945 Kontakt mit der Roten Armee aufnehmen. Doch der Aufstandsplan, die sogenannte Operation Radetzky und die kampflose Übergabe der Stadt Wien fielen einem Verrat zum Opfer, und zu den Opfern zählten diese drei hingerichteten österreichischen Wehrmachtsoffiziere. Gegen Ende des Krieges bildeten sich dann auch überparteiliche Widerstandsgruppen. Die bekannteste Gruppe war die bürgerlich-konservative O5. Protagonisten bzw. Apologeten haben sich später zu der österreichischen Widerstandsbewegung hochstilisiert, ein Anspruch, der durch die historischen Fakten und Quellen in keiner Weise belegt ist. Doch die von Fritz Molden hergestellten Kontakte zu den Westalliierten, insbesondere zu den Amerikanern, und zur Tiroler Widerstandsbewegung
machten die U5 in der Endphase der NS-Herrschaft zu einem wichtigen politischen Faktor. Dass die großteils aus Ost- und Südosteuropa unter Zwang ins Deutsche Reich gebrachten Fremdarbeiter und Fremdarbeiterinnen und die zur Zwangsarbeit eingesetzten Kriegsgefangenen ein erhebliches Widerstandspotenzial darstellten, war den Machthabern bewusst, und diesen Widerstand hatte bekanntlich der von Oberst Stauffenberg umfunktionierte Plan Walküre im Visier. In den Gestapo-Tagesberichten ist eine Fülle von Widerstandshandlungen von sogenannten Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen dokumentiert. Es reicht von wehrkraftzersetzenden Äußerungen über Sabotage bis zur Beteiligung in Widerstands- und Partisanengruppen. Und einer von diesen tausenden damals verhafteten und meist in KZ eingelieferten Zwangsarbeitern war der später als österreichischer Schriftsteller bekannte Milo Dor, der damals als Gymnasiast aus Serbien nach Wien deportiert worden ist. Andere Formen von Widerstand und Opposition, der nicht organisierte Widerstand von einzelnen Personen, passive Resistenz, Nonkonformismus, soziales Protestverhalten und dergleichen sind erst spät in das Blickfeld der Widerstandsforschung gekommen, obwohl sie genauso wie der organisierte Widerstand polizeilich und gerichtlich verfolgt wurden. So bezieht sich zum Beispiel ein großer Teil der ca. 10.000 Verfahren vor dem Sondergericht Wien auf Delikte nach dem sogenannten Heimtücke-Gesetz, das waren defatistische Äußerungen, Verbreiten von Gerüchten, Witze über Hitler und andere. Wenn man Pech hatte, wurde diese heimtückische Äußerung dann als Wehrkraftzersetzung qualifiziert und da stand dann die Todesstrafe drauf. Aufgrund der Quantität und Qualität dieser Fälle wird dieser Widerstand als individueller Widerstand oder, wie es Gerhard Botz meint, als kollektives System Opposition verstanden. Insbesondere auch unter Jugendlichen kam das nicht selten vor. Besonders scharf, obwohl ohne jede Rechtsgrundlage, wurde Hilfeleistung für Juden verfolgt, etwa Unterkunftgewährung für jüdische U-Boote oder Lebensmittelweitergabe. Da das kein strafrechtlicher Tatbestand war, wurden solche Leute durchwegs in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz transportiert, wie etwa die Wiener Ärztin Dr. Ella Lingens. Von den mehr als 20.000 als Gerechte der Völker von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem ausgezeichneten stammen über 80 aus Österreich. Es waren, so der zutreffende Titel eines Buches von Erwin Kaventzierl, zu wenig Gerechte. Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass das Dokumentationsarchiv im Vorfeld von Widerstand und Opposition auch die verschiedenen Formen von asozialen Verhalten, sogenannten asozialen Verhalten, Verstößen gegen die Arbeitsdisziplin, die massenhaft abgeurteilte Pseudokriminalität wie etwa Verstöße gegen die Kriegswirtschaftsverordnungen, also Schwarzschlachten, Nichtablieferung von bäuerlichen Produkten, Schleichhandel, Homosexualität, sogenannte Rassenschande und auch die terroristisch abgeurteilte ganz normale Kriminalität, um das ganze Ausmaß aller dieser Verhaltensweisen zu erfassen, die vom NS-Regime verfolgt wurden. Auch das wird zumindest ansatzweise von dem Dokumentationsarchiv versucht zu erfassen. Aber auch mit solchen Kategorien wie kollektive Systemopposition oder Resistenzverhalten sollen freilich die qualitativen Unterschiede zum Widerstand nicht eingeebnet werden. Ich komme zum Schluss. Gemessen an der großen Zahl der Opfer waren die praktischen Ergebnisse des Widerstandskampfes etwa in Richtung einer Gefährdung des NS-Regimes, einer ernstlichen Schädigung der NS-Kriegsmaschinerie
oder auch der Erringung der Hegemonie in der Bevölkerung eher bescheiden. Die Befreiung Österreichs war das ausschließliche Verdienst der alliierten Streitkräfte, von denen mehr als 30.000 Soldaten 1945 auf österreichischem Boden gefallen sind. Der Widerstand war aber im Hinblick auf den 1943 in der Moskauer Deklaration der Alliierten geforderten eigenen Beitrag Österreichs zu seiner Befreiung von eminent politischem Wert, wie sich dann nach 1945 bei den Bemühungen um den Abschluss eines österreichischen Staatsvertrages herausstellte. Und schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass Männer und Frauen, die im österreichischen Widerstand aktiv waren oder vom Naziregime verfolgt worden waren, maßgeblich am Neuaufbau des politischen Systems und der Verwaltung 1945 beteiligt waren. Danke. Vielen Dank, Wolfgang Neugebauer, für die Ausführungen. Ich finde, Sie haben sehr schön die Palette gezeigt, wie vielfältige Formen, Motive, Gruppierungen, politische Orientierungen, Aktivitäten unter Widerstandsaktivitäten auch subsumiert werden. Auch die Problematik des Begriffes, die sich ja geschichtstheoretisch stellt, was ist eigentlich Widerstand, was ist Resistenz, was ist dissentes Verhalten, was ist oppositionelles Verhalten. Das sind ja Debatten, die sich lange Zeit in der Widerstandsforschung auch niedergeschlagen haben und wo das Dokumentationsarchiv immer mit einem sehr breiten Verständnis, also den Versuchen anständig zu bleiben, wie es Stadler formuliert hat, an Widerstand herangegangen ist. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, circa zur Diskussion. Ich bitte um Fragen. Ja, bitte schön ganz hinten. Der zweite Teil wird sich etwas verschieben, der Beginn. Ich schätze mal, dass wir auf 13.30 Uhr kommen werden. Ja, zum Anteil der Alliierten wollte ich nur fragen. Also, es sind über 30.000 Alliierte und wird gesagt, bei Rauchenstein einmal, glaube ich, 27.000 tote Soldaten der Roten Armee. Was kann man da noch genauer was sagen? Danke. Ich kann nur sagen, das stimmt so, die Verteilung. Das sind etwa 27.000 Angehörige der sowjetischen Streitkräfte gefallen auf österreichischem Boden. Daher gibt es ja in Ostösterreich so viele Militärfriedhöfe. Und der Rest verteilt sich dann auf die anderen alliierten Streitkräfte, wobei nicht nur amerikanische und britische Truppen und französische, sondern auch Verbündete aus Jugoslawien, Bulgarien und andere Länder hier in Erscheinung traten. Wie gut hat die Information unter diesen Widerstandsgruppen, den regionalen, funktioniert, der Informationsaustausch, die Vernetzung und die Unterstützung in der Bevölkerung, wie weit war die gegeben unter den angedrohten Bedingungen oder Sanktionen des KZ, dass ich ins KZ komme, wenn ich diese Leute verstecke. Einerseits die Sympathie des Widerstandes in der Bevölkerung, aber auch dann die reale Unterstützung und der Widerstand einerseits in der Bevölkerung, aber auch andererseits in den Betrieben. Der Widerstand in Betrieben ist ganz wichtig bei der Produktion von Militärgütern. Wie weit hat der funktioniert und haben sich beide, die zivile Gesellschaft, der Widerstand und in den Betrieben der Widerstand, haben sich die ergänzt, verbündet, wie weit war das möglich oder nicht? Ja, zum ersten Punkt, die Kommunikationen, das war natürlich jetzt im Nachhinein gesehen der große Schwachpunkt des organisierten Widerstandes, dass insbesondere bei jenen Gruppen, die versucht haben, zentrale, flächendeckende Leitungen aufzubauen, die Gefahr eben der Durchsetzung mit Spitzeln der Gestapo eine sehr hohe war. Ich habe ja diesen Gestapo-Spitzel Kurt Koppe erwähnt, der war sozusagen die rechte Hand von Erwin Puschmann, das war ein Abgesandter des Zentralkomitees der KPÖ, der in Wien
ohnehin nur kurze Zeit, eine zentrale Leitung aufgebaut hat und über Kurt Koppel hat er dann Verbindung auch mit anderen Gruppen, nicht nur in Wien, sondern auch in Graz, Steiermark und anderswo herbeigeführt, auch bei den tschechischen Kommunisten. Und das ist dann zu einem bestimmten Zeitpunkt alles von der Gestapo aufgerollt worden. Und in diesem Zusammenhang sind allein durch diese Aktion von den Kurt Koppel mehr als 1000 Verhaftungen oder Festnahmen im KPÖ-Milieu erfolgt. Also solche, es hat auch später wieder solche Versuche gegeben, zentrale Leitungen aufzubauen. Das ist dann sogar so grotesk geworden, dass die Gestapo selbst im Jahr 1943 ein Zentralkomitee der KPÖ gegründet haben, wo einige Gutgläubige dabei waren, aber die Mehrheit waren dann schon Gestapo-Spitzel und die hatten dann keine andere Aufgabe mehr, als Kontakte zu widerstandswilligen Personen zu knüpfen, um da auch alle potenziellen Widerstandskämpferinnen und Kämpfer auszuforschen. Also das war eine verheerende Tätigkeit. Das darf man aber nicht verwechseln, diese systematische Gestapo-Tätigkeit, das sind ja traditionelle Polizeimethoden, dass man mit solchen V-Leuten arbeitet, das darf man nicht verwechseln mit Denunziation. Denunziationen aus dem eigenen Milieu hat es fast keine gegeben. Also ich kenne keine Gerichtsurteile, etwa gegen kommunistische Widerstandskämpfer, wo ein Arbeiter aus einem Betrieb eine Denunziation eines Aktivisten oder einer Aktivistin gemacht hätte. Und das wäre leicht möglich gewesen, weil wenn dort gesammelt wird für die Rote Hilfe oder Flugblätter hinterlegt werden, weiß man ja ungefähr, wer da dahinter steht. Die hatten ja auch schon früher politische Aktivitäten gesetzt. Und das ist nicht vorgekommen. Es hat schon ein hohes Ausmaß an Denunziationen gegeben, aber in ganz anderen Bereichen. Also zum Beispiel bei diesen von mir nur kurz erwähnten Widerstand von Einzelnen, bei heimtückischen Äußerungen, wo einer über die Nazis geschimpft hat im Wirtshaus oder in einem Geschäft und ein anderer hat das gehört und hat dann Meldung bei der Partei oder bei der Gestapo gemacht. Oder einer hat durch die Wand gehört, dass sein Nachbar ausländische Rundfunksendungen hört. Da hat es ein hohes Ausmaß an Denunziationen gegeben. Aber ich halte es für völlig verfehlt, aus diesen Denunziationen jetzt Rückschlüsse auf den Charakter des Regimes zu machen. Solche Interpretationen gibt es. Zum Beispiel hat der Berliner Historiker Götz Ali die Meinung vertreten, man kann ja beim nationalsozialistischen Regime gar nicht mehr von einer Diktatur sprechen, weil die Denunziationen ein solches Ausmaß und Verbundenheit mit der Durchdringung in der Bevölkerung offenbaren, dass es eigentlich schon so quasi eine Volksherrschaft gewesen wäre. Wenn man sich diese Denunziationen, zumindest haben wir das für Österreich gemacht, näher anschaut, zeigt sich, dass die zum Großteil von Parteidienststellen, von V-Leuten des Sicherheitsdienstes der SS und nur zu einem ganz geringen Teil aus der nicht-nationalsozialistischen Bevölkerung gekommen sind. Also dieser Punkt scheint mir ein ganz wichtiger zu sein. Habe ich jetzt Ihre Frage beantwortet oder ist da noch irgendein Punkt offen geblieben? Ja, für den kommunistischen, ja, der hat vielfach damit eingesetzt, dass für die Angehörigen von Verhafteten gesammelt worden ist. Das war die sogenannte Rote Hilfe, wo man zur Unterstützung der Familien Beiträge gegeben hat. Das ist dann meist schon von der Gestapo als Mitgliedsbeitrag für die KPÖ qualifiziert worden. Da waren natürlich tatsächlich die Grenzen fließend. Es war natürlich eine regimefeindliche Haltung und ein Bekenntnis. Das war das eine, das hat aber ein Regime noch nicht so wehgetan. Ein zweiter wesentlicher Bereich war dann die Verbreitung von antinationalsozialistischen Flugblättern,
Zeitungen und dergleichen, ist alles nur unter großen Schwierigkeiten vor sich gegangen, weil man ja kein Papier, keine Schreibmaschinen und dergleichen hatte. Es war äußerst riskant. Beste Beispiel, die Gruppe Weiße Rose, die beim Flugblattverteilen an der Uni München aufgeflogen ist. Das hat dem Regime schon mehr wehgetan, weil hier das Meinungsmonopol des Nationalsozialismus durchbrochen worden ist. Aber wo relativ wenig passiert ist, das muss man sagen, ist der Punkt Sabotage. Also hier hätte man das Regime in den Industriebetrieben wirklich weitaus mehr schädigen können. Das ist im Wesentlichen nicht passiert. Wahrscheinlich haben die Arbeiter irgendwie eine Scheu gehabt, sozusagen ihre eigenen Produktionsmittel und Produktionsstätten zu zerstören, jedenfalls eher noch bei den sogenannten Fremdarbeitern. Da hat es also viel mehr Sabotage gegeben als bei österreichischen Arbeiter und Arbeiterinnen. Und was es auch dann immer wieder gegeben hat, diese Betriebsgruppen und Ortsorganisationen der KPÖ, das ist ja alles verflossen, ineinander geflossen, vor allem in so Industrieorten wie Kapfenberg, Donnerwitz und anderen. Und hier hat es natürlich eine intensive Zusammenarbeit gegeben, und dann, ich habe es gerade erwähnt, sind ja immer wieder auch zentrale Funktionäre aus dem Ausland nach Österreich zurückgekehrt, später dann oft mit Fallschirmen abgesetzt, und das war eben besonders verhängnisvoll, weil diese Fallschirmgruppierungen, die waren praktisch von Anfang an verraten, und die Gestapo hat erst dann zugeschlagen, wenn die ihre Kontakte da wieder geknüpft haben. Also diese Zentralisierung und der Versuch, eine politische Linie auch über solche zentrale Funktionäre durchzusetzen, das war meines Erachtens eine der größten, im Nachhinein kann man das natürlich locker sagen, einer der größten Fehler im kommunistischen Widerstand. Hier ist eine Frage. In der Zeit des Hitler-Stalin-Paktes ist doch meines Wissens noch von der KPdSU oder von Stalin sind ja auch Funktionäre verraten, aufgedeckt worden und ausgeliefert worden. Hat das in Österreich auch eine Auswirkung gehabt? Ja, das sind jetzt wieder andere Aspekte. Diese Auslieferung von deutschen und österreichischen Häftlingen aus der Sowjetunion an die Gestapo hat mit dem Widerstand an sich nichts zu tun, weil diese Leute sind ja schon in der Sowjetunion verfolgt und eingesperrt gewesen. Also gibt es ja den eindrucksvollen Bericht von Margarete Buber-Neumann über diese Aktion. Davon war auch ein führender österreichischer Kommunist betroffen, Franz Korvitschoner. Er war einer der Mitbegründer der KPÖ, der schon seit 1915-16 mit Lenin in der Schweiz in Verbindung war. Der ist auch noch an die Gestapo überstellt worden und dann über Wien zur Hinrichtung in das KZ Auschwitz gebracht worden. Aber das hat eigentlich mit der Linie der KPÖ kaum etwas zu tun gehabt. Natürlich hat das zu Irritationen geführt der Leute, die im Widerstand waren. Die haben sich das kaum erklären können, haben dann irgendwelche abstrusen Theorien dann oft vertreten, und natürlich hat das auch innerhalb der KPÖ, vor allem auch in den Exilgruppen, heftige Auseinandersetzungen geführt und zum Teil zu Abspaltungen geführt. Aber dessen ungeachtet ist der Widerstand weitergegangen, und das zeigt ja auch die hohe Zahl der damals veröffentlichten. Auch die Zahl der Flugblätter gegen das Naziregime ist in diesem Zeitraum 39, 41 nicht geringer geworden. Bitte schön, die Dame da vorne. Ich glaube, das werden dann die beiden Abschlussfragen werden. Weil Sie von den Spenden für die gesprochen haben, die eingesperrt waren, die Angehörigen. Da hat mein Onkel, ist auch auf einer Liste gestanden, als Angehöriger Sozialistischen Partei. Und der musste dann monatlich
sich bei der Gestapo melden. Er hat gearbeitet in Valentin bei der Föst, also Zweigstelle, und musste sich monatlich bei der Gestapo in der Landgasse melden. Und er hat nie gewusst, ob er je wieder von diesem ersten Stock herunter freigeht, wenn er sich gemeldet hat. Und er wurde gefragt, ob er Angehörige hat. Und da hat der Onkel nur seine Schwester genannt, aber nicht die Brüder, die auch in Linz gewohnt haben, wie mein Vater. Also das waren natürlich nervenaufreibende Zustände. Und dann habe ich noch eine Frage. Wieso ist dann die Wahl 1945 so niederschmetternd für KPÖ und Sozialistische Partei ausgegangen, nachdem doch eigentlich unterm Krieg sehr viel organisiert irgendwie Widerstandskämpfer waren? Also das geht mir nicht ein. Ja, für die Sozialdemokraten war das Wahlergebnis nicht so niederschmetternd, nicht? Ich habe es nur ungefähr im Kopf, es haben damals, glaube ich, 47% oder 48% für die ÖVP. Nein, 45. Ich war damals ja, Wahlzeugin von der rechten Seite. War aber keiner Partei, aber ich bin eingeladen worden als Wahlzeugin zu der Wahl und auch dann die nächsten Wahlen. Ja, und ich rede von der Wahl 45 und vom Ergebnis gesamtösterreichisch. Ja, hat die ÖVP damals mit 48% eine absolute Mehrheit an Mandaten errungen. Aber die zwei Linksparteien, wenn man das so nennen will, Sozialdemokraten und KPÖ, haben 52% erreicht. Allerdings war es zusammen, ja, beide einzeln natürlich kandidiert. Die KPÖ war, glaube ich, in einer Größenordnung von 4 oder 5%. Und das war die große Enttäuschung oder die große Überraschung, weil die KPÖ natürlich erwartet hat, auch angesichts ihrer massiven Regierungsbeteiligung, sie hat ein Drittel der Ministerposten gehabt, noch dazu das einflussreiche Innenministerium, einen weitaus höheren Anteil. Und das hängt halt mit der traditionellen Stärke der Sozialdemokraten zusammen. Also ich habe auch dann später Leute kennengelernt, die waren während des Krieges, während der Nazi-Herrschaft, in einer kommunistischen Widerstandsgruppe und sind dann nach 1945 wieder zur SPÖ zurückgekehrt. Und ein Faktor, der natürlich auch eine Rolle gespielt hat, nicht nur die antikommunistische Propaganda des NS-Regimes, sondern auch das Verhalten der Roten Armee, dort, wo sie die Besatzungsmacht waren, 1945 in Ostösterreich, war natürlich nicht dazu angetan, die Stellung oder die Position der Kommunisten in Österreich zu stärken. Da wird es natürlich auch noch andere Faktoren gegeben haben, aber ich habe nur diese zwei jetzt genannt. Also eine letzte Frage. Da vielleicht zu den betrieblichen Sabotageakten, also in den SS-Betrieben des Westwaldbingl nach, hat es schon erheblichen Widerstand oder beziehungsweise Sabotageakte gegeben, sodass die SS mit ihren Unternehmungen also nicht wirklich reüssiert hat. Also dieser. Ja, ich rede nur von dem, was sich in Österreich abgespielt hat. Natürlich hat es in Konzentrationslagern schon Versuche gegeben, dort, wo die Häftlinge in Industriebetrieben gearbeitet haben, Sabotage zu leisten. Aber in Österreich selbst war das Ausmaß relativ gering. Die einzige Gruppe, die wirklich aktiv Sabotage betrieben hat, war die sogenannte tschechische Sektion der KPÖ, das waren also Angehörige der tschechoslowakischen Minderheit in Wien, die in einer linken Gruppe kooperiert haben, die auch mit der KPÖ eng zusammengearbeitet hat, die dann übrigens auch von diesem Gestapo-V-Mann-Kopie aufgeflogen ist. Die hat eine ganze Reihe
von Brandanschlägen und dergleichen im Wiener Raum gemacht. Aber sonst, es haben dann auch später die verschiedenen Partisanengruppen in der Steiermark, vor allem aber dann auch in Kärnten, immer wieder Anschläge auf Bahnlinien, Kommunikationseinrichtungen und dergleichen unternommen. Aber in den Industriebetrieben in Österreich, also wenn ich da etwa an die Hermann-Göring-Werke in Linz denke, war das Ausmaß der Sabotage nicht sehr hoch.